Heute will ich euch eine Fußeigenmassage zeigen, eine kleine Anleitung mit so ein paar ganz einfachen Griffen, wo ihr euch inspirieren lassen könnt. Ihr könnt auch direkt mitmachen, wenn ihr wollt. Ich habe mich jetzt zurück ins Bett gesetzt, weil ich das einen bequemen Ort finde für eine Fußmassage. Und ich habe mir auch vorher meine Füße nochmal mit warmem Wasser abgewaschen, weil das warme Wasser die Haut so ein bisschen vorbereitet und den Fuß schon so ein bisschen weicher macht, würde ich sagen. Ist einfach angenehmer. Probier jetzt aus, mit oder ohne. Los geht's. Ich benutze für die Massage jetzt gerade eine Mischung aus Aloe Vera Gel und ätherischem Lavendelöl. Ich mag total Lavendel. Einen Tropfen. Schwupps. Und ich benutze Lavendelöl, weil ich dann gleich noch von dieser entspannenden Wirkung von dem Öl profitieren kann. Und weil die Haut hier am Fuß so dünn ist, gelangt es schnell in den Blutkreis, in die Blutlaufbahn. Also entspannt es noch schneller. Als erstes reiben wir mal den ganzen Fuß mit dieser Mischung ein. Ihr könnt natürlich auch ein Massageöl benutzen oder eine Körperlotion oder ein anderes Basisöl, wo ihr ein ätherisches Öl hinzumacht oder auch gar nichts, das ist wirklich wie ihr wollt. Dann cremt ihr den Fuß ein erstmal. Erstmal ein bisschen warm rubbeln. Oben auch besonders die Zehen. Dann nehme ich diese Zehen hier oben wie in einem Sandwich und rubbele. Und das mache ich auch bis hier runter. Dann könnt ihr mit den Fingerknochen hier langfahren, richtig schön auch aufdrücken. So hart, wie ihr das wollt. Das kann ein bisschen wehtun, muss aber nicht. Dann massiere ich auch gerne diese Stelle hier. Das tut sehr gut. Da gehe ich einfach mit meinen Fingerkuppen hier richtig reindrücken. Nicht mit den Fingernägeln, also ich habe auch kurze Fingernägel. Da geht das einfach. Ansonsten, wer lange Fingernägel hat, muss halt eher so arbeiten. Dann kann man auch mal zwischen die Zehen gehen. Mit dem Zeigefinger. Einfach mal zwischen jeden Zehen. Und man kann auch mal die Zehen einzeln kreisen. Den Fuß mit der anderen Hand hier ein bisschen festhalten, stabilisieren und dann die Zehen kreisen. Einfach mal jeden Zeh durch in die eine Richtung und in die andere Richtung. Ich zeige euch das jetzt ein bisschen schneller, weil das Video nicht so lang werden soll. Ansonsten dauert das so ewig mit dem Hochladen. Ihr könnt euch da natürlich mehr Zeit nehmen. Und noch den großen. Dann könnt ihr den mittleren Teil vom Fuß massieren. Das tut bei den meisten Leuten so ein bisschen weh. Aber das tut im Endeffekt gut. Auch mit beiden Händen, mit den Zeigefingern, mit den Daumen hier richtig reinfahren. Wenn ihr gerade so ein bisschen erkältet seid zum Beispiel, dann ist in der Fußreflexzone Therapie ist Massage, ist der ganze Zehenbereich, richtig bis hierher, das ist alles für den Kopfbereich. Also wenn ihr zum Beispiel gerade die Nasennebenhöhlen zu habt, dann könnt ihr besonders hier oben massieren. Wenn ihr eher Rückenschmerzen Patienten seid, dann ist das hier, die Außenkante steht für die Wirbelsäule, dann könnt ihr eher hier lang massieren. Auch entweder mit der Daumenaußenseite oder mit der Daumenkuppe. Und da könnt ihr auch richtig ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Massagegriff so richtig heißt, aber das ist so ein richtiger Griff, den ich gelernt habe, wo man halt so eine Regenwurmbewegung macht und da auch Druck aufübt.
und dann von unten nach oben hochwandert. Und manchmal an manchen Stellen, wo es so ein bisschen wehtut, kann man auch je nachdem, wie man sich jetzt fühlt, entweder ein bisschen mehr reingehen oder ein bisschen weniger. Dann kann man auch nochmal den Fuß wie in so ein Sandwich nehmen, so. Und mit aus den Handgelenken raus den Fuß drehen. Das mag ich selber sehr. Also du lässt quasi deinen Fuß locker in deinen Händen liegen und bewegst aus den Handgelenken raus deinen Fuß. Du kannst dich so ein bisschen von unten nach oben schlängeln, wie so eine Schlange. Nach oben an den Füßen, da, an den Zehen, das ist nochmal leichter. Dann können wir nochmal hier oben die Knochen, diese kleinen Fußknochen hier ein bisschen auseinander dehnen. Die Zehenknochen auseinander dehnen. Das tut auch sehr gut. Oder vielleicht auch die Zehen ein bisschen so nach hinten dehnen, in beide Richtungen. Manchmal knackt es, das ist auch gut. Das war der eine Fuß und für den zweiten Fuß lasse ich euch einfach das Video nochmal zurückspulen und selber weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Übung. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Gespür dafür bekommen, dass es eigentlich total simpel ist und dass man intuitiv mit ein bisschen Aufmerksamkeit seinen Füßen selber total viel Gutes tun kann. Und das ist entspannt und dass es auch hilft, wenn man lange gestanden hat oder wenn man lange gelaufen ist oder wenn die Schuhe vielleicht so ein bisschen drücken oder wenn man müde ist. Es hilft total gut, wenn man müde ist. Es gibt so ein bisschen Peps. Ich hoffe, ihr massiert alle fleißig und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!